Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skyrim mit diesem wunderschönen Mond, den ich wirklich großartig finde. Und Fendal. Wir sind Aaron. Und das ist Fendal. Und ich bin okay. So. Und wir sind jetzt hier angekommen. Wer rennt denn da? Wo sollst du hingehen? Komm, wir folgen dem jetzt einfach mal. Ich habe keine Ahnung. Das ist ein Katschit, ne, oder? Junge! Meine Ausdauer. Ich will mit dir reden. Was ist da los? Wo rennst du hin? Bleib doch mal stehen. Hallo. Ich rede mit dir. Oh, sei doch nicht so unhöflich. Komm, wir müssen eine Abkürzung nehmen. Jetzt bekommen wir. Komm schon. Och Mann. Das nervt. Jetzt. Ja, komm. So. Warmer Sand, Freund. Womit kann dieser hier euch dienen? Indem du erstmal stehen bleibst. Kajit heißt euch willkommen. Und euer Geld. Kajit hat Waren, wenn ihr Geld habt. Ja, dann lass doch mal gucken. Ja? Die Straße ermüdet diesen Kajit. Ja, wenn du so rennst, dann ist es versteckt. Wo kommen die jetzt her? Je länger wir durch Himmelsrand reisen, desto verlassener wirkt das Land auf mich. Hm? Wir sind ich grüße euch. Werter Reisender. Interessant. Könnt ihr mich im Schleichen unterrichten? Mal gucken, wie viel es kostet. Mal gucken, wie viel es kostet. 290. Bisschen Geld hätten wir. Ach, das kriegen wir schon selber hin. Dankeschön. Da ist noch einer. Wer bist du? Ihr braucht etwas. Ach, du bist der hier verkauft oder was? Was haben die dazu verkauft? Werft einen Blick darauf. Die haben mich jetzt komplett verwirrt. Jetzt macht mein Handy hier noch Geräusche. Ich dachte, ich hätte es auf lautlos gestellt. Tut mir leid. So, jetzt lautlos. So, was hast du denn Schönes? Zeig mal. Bügeleisen, geil. Dietriche. Eisenbarren, das können wir gebrauchen, da können wir schmieden. Das ist wichtig. Oder machen wir zwei. Eisenkriegshammer. Nee, in zwei Händen will ich nicht. Also mit zwei Händen renne ich hier nicht rum. Das Angebot, das steigert die Ausdauer um 20 Punkte, das ist gut, aber kostet 581 und da bin ich mir nicht sicher, ob mir das wert ist. Ja, Brust, gewöhnlicher Stein, noch so leichte Anfälligkeit für Feuer, nö. Die haben ordentlich was dabei, na, sind ja auch zu viert unterwegs. Steigert Magiker um 30, ist auch cool, aber es kostet halt so viel und so viel. Sag mal schnell, so viel Geld haben wir leider nicht. Mondzucker 155, Salz. Salz kann man immer gebrauchen. Können wir dir irgendwas verkaufen? Die Zutaten verkaufe ich nicht. Hier zum Beispiel die Schriftrolle. Setz ich nicht ein, kannst du haben. Redekunst verbessert, schön. So mal nebenbei. Eisenpanzerhandschuhe bekommst du hier. Hier kriegst du goldene Halskette. Wie viel Gold hat der denn eigentlich noch? 747. Havizenkapuze. Trage ich die nicht? Was haben wir denn auf dem Kopf gerade? Ah, wir haben das Diadem gerade. Nee, warte mal. Das Glück warum verkauft ihr eure Waffen? Lächelt auf dieses Treffen herab. Das macht mich glücklich. Eine scharfsinnige Frage. Denn wir sind weit weg von zu Hause. Und dies ist ein kaltes, hartes Land. Ein weiser Händler entdeckt stets die besten Gelegenheiten. Selbst wenn er dafür weit reisen muss. Und Himmelsrand ist in der Tat eine große Gelegenheit. Die Drachen und der Krieg haben viele der anderen Händler vergrault. Wer jedoch mutig ist, kann hier große Geschäfte machen. Ich bin neugierig auf euer Heimatland. Die Kajit kommen aus einem fernen Land namens Elsweyr, das im Norden an Cyrodiil und im Süden an das blau funkelnde Meer angrenzt. Elsweyr ist ein trockenes Wüstenland mit Felsschluchten, in dem stets die Sonne warm hinunterscheint. Der warme Sand von Elsweyr... Redet doch nicht alle auf einmal! Nein! Das überfordert mich. Komm, Fendal, komm. So, gleich mal zu Beginn der Folge ein paar Kajit kennengelernt. Ein bisschen Geschäfte gemacht, jetzt nichts groß, weltbewegendes, aber hey. Stimmt, wir haben das Diadem drauf. Das ist natürlich geil, dann können wir unseren Kopf sehen. Es ist zwar gerade ein bisschen dunkel, aber Bergblume.
Aber Bergblume. So, was haben wir hier noch? Aha. Da war doch was. Bergblume. Bergblume. Zutaten, Zutaten, Zutaten. Ganz wichtig. So. Voilà. Was können wir hier? Kartoffelpflanze. Ach, Kartoffeln hinzugefügt. Hm, das brauche ich nicht. So. Okay, jetzt sind wir normal auf dem Weg zurück. Ja, wir könnten auch mit einer Kutsche reisen. Soll ich euch mitnehmen? Nö, danke. Wir gehen zu Fuß, dankeschön. Stelle vom Weißlauf entdeckt. Das ist ein schönes Pferd. Das wollen wir jetzt aber nicht stehlen. Das lassen wir jetzt mal. Obwohl wir das mit unserem Charakter dann irgendwann mal machen könnten. Weil mit dem Pferd unterwegs sein ist ziemlich cool. Ich weiß auch nicht, wie heftig die dann uns verfolgen. Aber wie gesagt, das lassen wir jetzt erstmal, das nehmen wir uns für ein andermal vor. Jetzt möchte ich da erstmal nach Weißlauf rein und da ein bisschen was euch zeigen, ein bisschen weiter entdecken und der Hauptstory auch erstmal ein bisschen folgen. Bevor wir dann uns nach Himmelsrand wagen und uns in die Abenteuer reinstürzen, die uns da alle erwarten. So. Nein! Geh weg! Geh weg! Nein, geh weg! Nein, ich will nicht. Tschüss! Geh weg! Haha! Na! Ich umlauf dich! Ey! Och Mann! Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Flusswald bittet den Jarl um Beistand. Ich habe Nachrichten von Helgen über den Drachenangriff. Stimmt euch das hier vielleicht um? 96 Goldstücke. Tretet beiseite, sonst... Kriegen wir das mit Einschüchtern hin? Wäre eher so. Was? Ihr glaubt wirklich, ihr könnt es mit der gesamten Stadtwache von Weißlauf aufnehmen? Das Tor bleibt verschlossen. Ja, ich habe Nachrichten von Helgen über den Drachenangriff. Na schön. Aber wir behalten euch im Auge. Mach mal. Verzeihung, das kam jetzt selbst für mich überraschend. Ich wollte euch gerade nicht anhusten. So, ab nach Weißlauf. Wenn du dich mit jemandem anfreundest, kann er dir erlauben, bestimmte Dinge aus seinem Heim mitzunehmen. Stimmt, das hätten wir bei Fendal eigentlich mal machen können. Naja, jetzt haben wir es verpasst. Wir haben ihn mitgenommen. Boah, das war gerade so romantisch. Bro-Romance. So. Tada! Weißlauf entdeckt. Wir zahlen jeden Preis. Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen. Warum schluckt ihr euren dickköpfigen Stolz nicht hinunter und bittet Eol und Graumähne um Hilfe? Da verbeuge ich mich eher vor Ulfric Sturmmantel. Außerdem würden die Graumähen niemals Stahl für die Armee herstellen. Wie ihr wollt. Ich nehme den Auftrag an, aber erwartet kein Wunder. Hallo, Adriane. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Über Weißlauf jetzt nichts. Warte mal, wir wollten, das war der Schleifstein, ne? Und zwar der Eisendolch. Erfordert Eisenwaffen. Auswählen. Herstellen. Ja. Bringe einen gehärteten Eisendolch zu Alvor. Gut. Wir müssen sowieso irgendwann zurück, denke ich mal. Wie war das? Kann sein. Wartet. So, was? Ich kenne euch doch. Ah ja, ich kenne dich aber nicht und ich glaube, das ist auch gut so. So, wir sind im Weißlauf angekommen. Es ist immer noch dunkel. Der Mond steht immer noch da oben. Ja, zum Glück steht er da oben, nicht hier unten. Kennst du uns Helgen auch? Helgen soll von einem Drachen erwischt worden sein. Ja. Sollte sich eines dieser Monster hierher verirren, sind wir bereit. Ja, so siehst du aus. Ja, Weißlauf. Hier haben wir den Marktplatz. Hier ist natürlich gerade nicht los. Wenn wir das jetzt mitnehmen, bekommt das doch niemand mit, oder? Theoretisch. Sieht uns denn gerade jemand? Ja, wir werden gerade gesehen. Aber von wem? Ich sehe niemanden. Naja. Das ist der Markt. Wir können da trotzdem hoch. Ich glaube, da ist es egal, ob Tag oder Nacht ist. Hier haben wir ein Bäumchen, ganz viele Wachen. Mit Banditen komme ich gut zurecht. Das ist doch schön für dich.
So, und heppa. Hier haben wir den Schrein von Talos, den kann man aktivieren. Jetzt haben wir Talos Segen bekommen. Man wird von allen Krankheiten geheilt. Es gibt mehrere dieser Schreine. Und jetzt muss ich kurz gucken. Talos Segen. Wo war denn das? Steht das nicht hier irgendwo? Ich dachte. Veränderung verstellen. Talos. Ah, hier, Talos Segen. Die Wartezeit zwischen Schreien vermindert sich um 0%. So. Davon gibt es halt mehrere Schreine und da kann man sich auch, glaube ich, das hält aber nur eine bestimmte Zeit lang. Das ist jetzt nicht, dass man dann nur einen aktivieren kann, das hält dann nur eine bestimmte Zeit. Kennst du uns auch? Nee. Ihr solltet mit dem Jarl in Drachenfeste sprechen. Er kann jede Hilfe gebrauchen. Ja, was denkst du denn, warum wir gerade da unterwegs sind? Guck, wir haben gerade die Drachenfeste entdeckt, also stress uns nicht. Fendal kommt mal wieder nicht hinterher. Egal, wir gehen einfach rein. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Sag ich doch. Warum denn nicht gleich so? So, na komm. Hättet ihr uns wenigstens einen Text geben können. Den wir hätten lesen können, wenn wir hier schon so lange warten müssen. Ja, Drachenfeste. Wenn die Kunde von Helden stimmt, was soll ich sonst machen? Wirklich zu sagen, was das bedeutet. Da kommt schon wieder jemand auf uns zu. Dies ist nicht die Zeit für blinden Aktionismus. Nö. Ich bin der Ansicht, wir brauchen noch mehr Informationen, wenn wir handeln sollten. Ich. Und wer ist das? Ich? Hallo. Was soll diese Unterbrechung? Jarl Balgroof empfängt keine Besucher. Ich habe Nachrichten von Helgen über den Drachenangriff. Gerdur hat mich geschickt. Flusswald ist in Gefahr. Bei dem Drachenangriff werden sie eher hören. Warum die Wachen euch hineingelassen haben. Kommt, der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Ich fühle mich immer so beobachtet von allen. Das ist schlimm. Hallo. Ihr wart also in Helgen. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Ja, ich hatte eine tolle Aussicht, während die Kaiserlichen versucht haben, mit mir den Kopf abzuschneiden. Der Drache hat Helgen zerstört und das Letzte, was ich sah, war, dass er in diese Richtung davon flog. Ja, ich hatte eine tolle Aussicht, während die Kaiserlichen versucht haben, mir den Kopf abzuschneiden. Wirklich? Ihr sprecht ja recht offen über eure kriminelle Vergangenheit. Aber es geht mich nichts an, wen die Kaiserlichen hinrichten wollen. Insbesondere jetzt. Was ich wissen will, ist, was genau ist in Helgen passiert? Der Drache hat Helgen zerstört und das Letzte, was ich sah, war, dass er in diese Richtung flog. Die Kaiserlichen wollten gerade Ulfric Sturmmantel hinrichten. Da griff der Drache an. Nee, das stimmt nicht. Die wollten uns hinrichten. Wäre ja gelogen. Deswegen machen wir das hier. Bei Ismir. Irelet hatte recht. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr, wenn dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfrichs Seite schlagen und ihn angreifen werden. Genug! Wir sollten nicht... Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt ich und mein sie. Volk abschlachtet. Irelet, schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich, ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Das ist eine gute. Das wäre wohl das Beste. Der sieht aus wie eine Ratte. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Kommt, begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Was haben wir denn da für ein Wort gelesen? Wir folgen ihm jetzt erstmal. Wer hustet hier, ohne die Hand vor dem Mund zu halten? Boah, die sind alle so langsam. Komm schon, du bist zwar der Jarl, aber komm, mach mal hinne. Ehrlich, das geht doch nicht. Grüße.
Farengar. Ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Nur zu, weiht ihn in alle Einzelheiten ein. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Aber natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Und mit besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. Weißt du was, die ist echt nicht mehr dort. In Ordnung, wohin soll ich gehen und was soll ich holen? Was hat das mit den Drachen zu tun? Sagt mir einfach, was ich für euch tun soll. Was hat das mit den Drachen zu tun? Ah, ihr seid kein einfacher Söldner, ein Denker. Vielleicht sogar ein Gelehrter? Nun, als die Geschichten über die Drachen das erste Mal die Runde machten, taten viele sie als Hirngespinste oder Gerüchte ab. Unmöglichkeiten. Einen Dummkopf erkennt man daran, dass er alles abtut, was er anhand seiner eigenen Erfahrungen nicht erklären kann. Doch ich begann nach Informationen über die Drachen zu suchen. Wohin verschwanden sie vor all diesen Jahren? Und woher kommen sie nun? Und was soll ich tun? Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ödsturzhügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Oh mein Gott, abgeschlossen, bringe den Drachenstein in deinen Besitz. Wie haben wir das denn bloß angestellt? Ja, das ist die Erklärung, warum ich eigentlich immer in diese Ruine gleich gehe. Weil damit haben wir das jetzt schon abgeschlossen. Jetzt muss man wieder zurücklatschen, in die Ruine gehen und bababababababab. Aber deswegen mache ich das immer gleich. Das ist die Erklärung des Ganzen. Oh, meint ihr diesen alten Stein? Ah, der Drachenstein aus dem Ödsturz-Hügelgrab. Ihr habt ihn schon gefunden. Ihr seid wirklich aus einem anderen Holz geschnitzt als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Also es war, glaube ich, die schnellste Mission ever. So schnell kriegst du das nicht hin. Auftrag bekommen, Auftrag abgeschlossen, innerhalb von ein paar Sekunden. Was ist mit meiner Belohnung? Ich habe euch den Drachenstein gebracht. Was kommt jetzt? Und ja, Belohnung? Das müsst ihr mit dem Jarl klären. Oder mit seinem Vogt, Aveniki. Einer von beiden wird euch sicher angemessen belohnen. Und ihr, die Ratte etwa. Wenn ihr Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. Hab ich vor. Hier hat doch gerade jemand gesprochen. Was ist da los? Farengar, ihr müsst sofort kommen. Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden. Ihr solltet auch kommen. Ein Drache, wie spannend. Wurde er gesehen? Was hat er getan? Ich an eurer Stelle würde das ein wenig ernster nehmen. Wenn ein Drache Weißlauf angreift, können wir ihn vielleicht nicht aufhalten. Ein Drache, wie spannend. Dann mal los. Was jetzt? Wo jetzt auch hoch? Okay, na dann. Irelet hat mir erzählt, ihr kommt vom westlichen Wachturm. Ja, mein Herr. Sagt ihm, was ihr mir gesagt habt über den Drachen. Nun, das ist wahr. Ich bin auf ihrer Seite. Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen sehen. Er war so schnell. Schneller als alles, was ich je zuvor gesehen habe. Was macht er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Luft, als ich floh. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt. Ich war mir sicher, dass er mich verfolgen würde. Gute Arbeit, Sohn. Hallo. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Irelet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut. Enttäuscht mich nicht. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Ich möchte, dass ihr Irelet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Farengar den Drachenstein besorgt habt. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Ich sollte mitkommen. Was soll man denn? Pelz sein? Nur zu gerne sehen. Ja, dann geh halt. Was? Ich kann es. Ihr redet. Warte, einen Moment. Was haben wir jetzt bekommen? Pelzhelm.
Pelzhelm der Magiker. Steigert Magiker um 30. Siehst du, wir wollten uns Horns einkaufen. Jetzt haben wir Ja. Setzen wir uns auch auf. Euch beide zu verlieren. Ich möchte, dass ihr hier bleibt und darüber nachdenkt, wie wir diese Stadt gegen die Drachen verteidigen können. Ich kenne euch doch. Oh, bist du das schon wieder oder was? Noch etwas, Irilet. Das ist kein Himmelfahrtskommando. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Keine Sorge, mein Herr. Ich bin die Vorsicht selbst. Wer geht denn hier schon wieder rum? Okay. Dann folgen wir jetzt hier. Aber machen wir mal. Fendal, du kommst mit. Aber nicht sterben. Ich beneide euch um die Gelegenheit, diesen Drachen aus der Nähe zu sehen. Boah, sei ruhig. Ich habe gesehen, dass ihr dem Jarl geholfen habt. Wenn nur alle Bürger von Weißlauf so heldenmütig wären. Alle wollen was von uns. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Okay. Nee, bitte kann es gerade nichts Wichtiges sagen. Ja, das hast du schon mal gesagt. Ach, Irelia ist schon vorangerannt. Okay, gut. Ich würde an dieser Stelle jetzt diese Folge beenden. Wir sind in Weißlauf angekommen, haben den Jarl kennengelernt, haben die schnellste Mission ever durchgezogen. Das ist doch der Typ, der uns kennt. Und dann würde ich das gerne für die nächste Folge... Oh, der hat wenigstens mal eine Bewegung gemacht, dass der eine Tür aufmacht. Würde ich das gerne für die nächste Folge... echt, diese Wortfindungsschwierigkeiten nerven mich einfach. Ich würde es gerne in der nächsten Folge machen, dass wir den Drachen töten. Also, ich habe vor, ihn zu töten. Jedenfalls bedanke ich mich, dass ihr dieses Mal wieder eingeschaltet habt. Und dann bis zum nächsten Mal bei Skyrim.